Ja, herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zum Osterwochenende. Wir hoffen, dass wir diesmal ein paar mehr Eier dabei haben. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den Expert-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Ja, und wie gesagt, Karfreitag, Samstag, Ostersonntag, das sind die heutigen Spieltage. Hoffentlich finden wir auch ein paar Nester in Form von gewonnenen Wetten. Denn vom letzten Wochenende möchte ich nicht so gern sprechen. Die Ideen waren aber ganz gut, wenn man die so ansieht. Da gab es einige Sternchen. Nur die Picks, die man sich aus diesen Super-Tipps rausgepickt hat, das waren alles irgendwie faule Eier. So soll es Ostern natürlich nicht sein. Und wir haben einige interessante Spiele. Angefangen mit einem vielleicht weniger interessanten zwischen Leverkusen und Nürnberg. Any ideas? Ja. Die einzige Idee ist wahrscheinlich, die jeder da draußen erstmal hat, dass Leverkusen das doch gar nicht verlieren kann. Auf der anderen Seite hätte Nürnberg, wenn sie jetzt in Leverkusen punkten, 3 Spiele in Folge nicht verloren, sogar 4 eventuell, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, mit so einem Also Respekt, der Club lebt noch und Leverkusen hat schon einige Male daheim gepatzt. Das heißt, vielleicht mit der Hoffnung des Verzweifelten, könnten die Nürnberger hier sich wieder zurückmelden, um den Kampf um den Relegationsabstieg zu machen. Ja, und da sprichst du ein vielleicht wahres Wort relativ weise aus, wenn man die Leverkusener Quote sieht, mit 1,3, ein wenig zu niedrig. Die Nürnberger müssen punkten, koste es, was es wolle. Und Leverkusen war auch die letzten Spiele nicht so top, dass man sagt, das ist unmöglich, gegen diese Leverkusener zu punkten. Die 9er-Quote, ich würde jetzt nicht so weit gehen, hier auf Nürnberg zu setzen, aber ich distanziere mich an diesem Spieltag von einer Leverkusen-Wette. Letzten Spieltag war die Wette auf Leverkusen noch gut, aber was interessanter ist, finde ich, dass hier beide treffen, denn die Nürnberger, wie gesagt, die haben die letzten 3 Spiele, glaube ich, immer getroffen und Leverkusen hat in den letzten 4 Spielen, glaube ich, 10 Gegentore oder mehr gekriegt. Und wenn man sich das anschaut, sollte das vielleicht auch drin sein, dann für die Klubberer. Ja, ich denke mir halt, das Asian Handicap 1,75, was da die offizielle Line ist, auf Nürnberg, nicht ganz uninteressant ist. Begründung auch ganz einfach. Der Club hat sehr, sehr stabil verteidigt gegen Augsburg, gegen Schalke, gegen Stuttgart. Das heißt, wenn sie jetzt gegen Leverkusen maximal 1 Tor oder 2 Tore bekommen, dann kann man diese Wette vielleicht erfolgreich bestreiten. Und wenn sie ein Tor schießen, ich glaube nicht, dass Leverkusen 4 macht und durch die 1,75 mit einem 2-Tore-Rückstand verliert man dann zumindest dann nicht komplett. Ja, gefällt mir mit der Argumentation richtig gut. Übernehme ich. So, kriegst ein Fleißkärtchen dafür. Dann Augsburg gegen Stuttgart. Ach man, die Augsburger. Jetzt haben sie es endlich dann durchgezogen und haben sich vom Baum getrennt und von Jens Lehmann auch. Und ja, wie können sie gegen Stuttgart dieses Heimspiel bestreiten? Sie haben sich ja nicht nur von den beiden getrennt, sondern dann gleich mal in Frankfurt gewonnen, gepunktet, einen Dreier geholt. Jetzt ist die Frage, lag es wirklich an Augsburg? Oder einfach eine Doppelbelastung von Frankfurt davor gegen Lissabon untergegangen fast, wobei 4-2 jetzt nicht aussichtslos ist für das Rückspiel, die Niederlage dort. Allerdings gegen Augsburg hat es dann offensichtlich nicht mehr gereicht, da ist der Sprit vielleicht leer gewesen. Augsburg hatte schon ein, zwei Mal solche Höhepunkte, wo man gedacht hat, jetzt haben sie den Turnaround geschafft. Deshalb ist mir hier eine Wette auf Sieg Augsburg deutlich zu unsicher. Ich möchte das erstmal auch beobachten, ob sie jetzt, wie gesagt, die Wende geschafft haben oder nicht. Und Stuttgart, die müssen ja auch punkten. Hier sehe ich ein X relativ interessant an zur Halbzeit. Und dann kann man schauen, was danach passiert. Dein Halbzeit X hat dir letztes Mal schon wieder kein Glück gebracht. Gerade
Aber in dem Spiel gehe ich sogar von einem X am Ende aus. Ich meine, wie soll so ein Spiel anders ausgehen? Die Stuttgarter haben schon längst nichts mehr gerissen. Die müssten eigentlich mal gewinnen, aber gegen Augsburg wird das nicht passieren, denke ich. Und von daher ist ein X nach regulärer Spielzeit durchaus interessant. Aber zur Halbzeit, eine bessere Wette kann es eigentlich nicht geben. Ja. Wahrscheinlich ist das auch ein unter 2,5er Spiel. Dann würde man hier eine Zweierquote auch kriegen. Aber die Halbzeit X mit 2,25 gefällt mir hier wirklich auch am besten. Beim nächsten Kracher, Bayern gegen Bremen, habe ich jetzt schon mal eine tolle Idee. Denn die Bremer, man weiß es, sind ja die Mannschaft, die als einzige Mannschaft jedes Spiel in 29 Bundesligaspielen in dieser Saison getroffen hat. Und die Bayern zu Hause wahrscheinlich auch in jedem Spiel, kann ich mir vorstellen. Und wenn, dann war es schon eine krasse Sensation, dass sie nicht getroffen haben. In diesem Spiel werden also durchaus einige Tore fallen und beide treffen. Und wenn man sich dann die Quote drauf anschaut, dass es hier für beide Treffen eine 1,8 gibt, ist das doch eine sehr, sehr value-haltige Wette. Also ob es dann wirklich den Bremern gelingt, in München ein Tor zu schießen, müssen sie zeigen, aber warum nicht? Ich glaube schon, weil Bayern jetzt eigentlich in den letzten Spielen auch ganz gerne mal so Aussetzer in der Verteidigung hatte, und Bremen wird sicherlich mit viel Selbstvertrauen reingehen, und dazu haben sie allen Grund dazu, weil am Anfang Europa League oder Europa Cup Plätze ausgegeben als Ziel, von dir belächelt erst, von vielen anderen wahrscheinlich auch. Dann haben sie die Ergebnisse aber geliefert. In der Zwischenzeit gab es da mal so einen Hänger, wo ich selber gesagt habe, na gut, so Platz 10, 9 wäre schon ideal. Und plötzlich mit einem wirklich bockstarken 2019 sind sie momentan sogar im internationalen Geschäft und auch noch im Halbfinale im DFB-Pokal, wo es auch nur ein paar Tage später wieder gegen den FC Bayern geht. Dann aber allerdings ein Heimspiel. Meine Prognose, dass es ein Unentschieden in München gibt und dann ein Sieg in Bremen, natürlich auch ein bisschen Hoffnung. Aber wenn nicht dieses Bremer Team mit so viel Selbstbewusstsein, mit so einer tollen Punkteserie 2019, wenn nicht die, wer dann soll die Bayern noch daheim ärgern? Das ist ein Hoffnungstipp. Allerdings, du klickst es gerade an, da fühlst du dich doch verarscht. Das ist meine Wette. Handicap 2,25. Muss man, ne? Ja. Easy win. Easy win. Da frage ich dich, wie kommt so eine Quote zustande? Ich meine, die Buchmacher haben ja auch mitgekriegt, dass Bremen in letzter Zeit durchaus erfolgreich war. Wahrscheinlich schon, die hier in diesem Bundesligaspiel in der Tat einige Spieler, weil sie Vollgas auf den Pokal gehen vielleicht. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich, und wir haben auch den einen oder anderen richtigen Experten, Wettquotenexperten, warum, wieso und weshalb. Ich kann mir hier vorstellen, dass es so ein bisschen was mit Algorithmen zu tun hat. Bayern hat Mainz, glaube ich, 5-0 daheim geschlagen, Wolfsburg 6-0, Dortmund. Ich meine, wer Dortmund da irgendwie 5 Buden einschenkt, der, da kann man schon sich dann denken, dass man auch Bremen 5 Tore reinhaut. Allerdings ist das vielleicht der Grund. Ich finde nicht, dass Bremen mit 3 Toren Rückstand verliert. Keinesfalls. In dem Fall muss man wirklich drauf gehen. Und selbst wenn die Bayern toll aufzocken, dann gewinnen sie vielleicht mit 2 Toren Vorsprung maximal. Aber mit 3 glaube ich jetzt auch nicht. Also das ist schon fast, verstehe ich jetzt nicht. Wenn ihr wisst, wie ihr das erklärt, würde mich interessieren. In die Kommentare, vielleicht habe ich einfach nicht genug die News verfolgt in den letzten Tagen, aber gut. Hier könnte man ja sogar vielleicht überlegen, so eine total verrückte Wette, also was ist total verrückt, es gibt ja diese Wettkonfiguratoren, von denen man die Hände wegnehmen sollte, aber vielleicht sollten wir einfach unsere beiden Ideen kombinieren, Werder plus 2,25 plus beide Treffen, boom. Naja gut, boom, fast nicht mal eine Viererquote vielleicht, aber... Bei Boom setzt du einfach auf einen Bremer Sieg und hast eine 15er-Quote. Das wäre dann Boom. Aber das
Ja, selbst das ist doch eigentlich nicht im Bereich der Fabeln. Also diese Quote ist für Zocker natürlich ein gefundenes Fressen. Also da freut sich der Hendrik wahrscheinlich schon und reibt sich die Hände, der ja immer auf große Quoten schielt. Und in dem Fall, ja, schauen wir mal. Aber gut, gibt noch andere Spiele. Wir haben noch ein paar zu tun und das geht weiter mit Mainz gegen Düsseldorf. Hört sich doch nach einem Unentschieden oder Mainzer Sieg an. Düsseldorf hat jetzt zwei oder deutlich gegen Bayern verloren, das kann man mal machen, hat einige Male auswärts überzeugt und von daher sehe ich hier eher No Bet oder wer glaubt, dass Mainz jetzt daheim nochmal einen Dreier sich holt, der könnte eine Zweierquote mitnehmen. Dieses Spiel ist natürlich nur was für die Fans dieser beiden Mannschaften, ansonsten nicht gerade für Ästheten. Und vielleicht, wenn man die Quoten so anschaut, vielleicht fällt einem da was Schönes auf. Aber am ehesten vielleicht noch, dass beide treffen. Nein, mit 2,2, aber da sind es einfach zwei Mannschaften, die interessieren mich wenig und das muss auch nicht jede Wette oder jedes Spiel gewettet werden. Deswegen hier eine No-Bet. Gladbach-Leipzig, das ist eine ganz schwierige Nummer. Also sehr interessant, vor allem auch wenn man auf die Quoten schaut. Wir haben hier eine Quote von 2,25 für die zuletzt extrem starken Leipziger auswärts, die mit eine der auswärtsstärksten Mannschaften sind. Dafür eine Quote über 2 relativ gut. Und dann auf der anderen Seite die Gladbacher, die im Hinterkopf immer noch so als Champions-League-Aspirant vielleicht mitschwingen, aber schon eigentlich ein bisschen abgeschlagen sind, auch wenn sie jetzt einen Punkt eigentlich hinter Frankfurt sind. Ich meine, abgeschlagen im Sinne von, wenn man sich Frankfurt anschaut und Gladbach, da sind zurzeit halt einfach ziemliche Welten dazwischen fast. Und ja, Gladbach hat jetzt 1-0 in Hannover gewonnen. Hut ab, aber sonst... Gladbach hat halt mega Vorsprung eigentlich schon gehabt auf den Tabellen 4., 5. und 6. und ist jetzt genau drin und hat wahrscheinlich nicht die besten Karten. Und da ist so ein Leipziger Gegner entweder genau der Richtige, weil wenn sie das gewinnen, dann haben sie vielleicht für die letzten Spieltage das nötige Selbstvertrauen. Oder aber, wie du gerade gesagt hast, Leipzig massakriert ganz gern auswärts auch seine Gegner oder holt zumindest die Punkte. Und Gladbach hat gegen Hertha verloren, gegen Wolfsburg und was war da noch alles dabei, was sie daheim in den Sand gesetzt haben. Also das war echt nicht gut. Und von daher tendiere ich zu dem Leipzig-Sieg bei dieser Quote. Aber wir sehen jetzt auch hier die letzten 5 Heimspiele hat Gladbach sogar hier nicht gewonnen. Vielleicht auch davor noch mehr, die man hier nicht sieht. Und die Leipziger hingegen haben hier auswärts die letzten 5 Auswärtsspiele gewonnen. Ja. Ich bin jetzt aber kein Freund von The Trend is your friend und sage, ja, Leipzig hat jetzt 5 gewonnen, das heißt, die gewinnen hier automatisch. Irgendwann muss Gladbach mal wieder ein Zeichen setzen und so wie man die Bundesliga kennt, genau bei solchen Sachen schlägt sie einen dann ins Gesicht oder und tritt nochmal rein, wenn man schon am Boden liegt und pisst einem dann nochmal auf den Kopf. So viel halte ich von der Bundesliga im Moment und in Sachen Vorhersagbarkeit. Von daher echt extrem übel, dieses Spiel zu tippen. Beide Punkten, selbst da kann man irgendwie nichts sicher sagen. Wenn es wirklich nach dem Value geht, muss man hier auf Leipzig minus 0,25 gehen. Denn ehrlich gesagt, dann hat man das Unentschieden noch ein bisschen zur Hälfte abgefedert. Dann verliert man nur die Hälfte beim Unentschieden. Aber es ist einfach zu viel Value in dieser Quote der Leipziger. Die spielen allerdings dann nächste Woche im DFB-Pokal gegen Hamburg. Dass das irgendwie schon in den Köpfen ist, glaube ich jetzt mal nicht. Ich glaube, da geht man als Leipziger eher so hin und sagt, oh, die Hamburger, mei. Die werden wir jetzt mal schön heimschicken oder abwatschen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Champions League ist wichtiger als DFB-Pokal. Und mit dem Sieg gegen Gladbach ist die Champions League-Qualifikation eigentlich 100% sicher, wenn ich das jetzt richtig von den Punkten sehe.
Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass Frankfurt und Gladbach nach diesem Spieltag jedes Spiel gewinnen. Ja. Also das ist dann schon... Aber andererseits sprichst du da schon auch wieder ein wahres Wort gelassen aus, dass die Gladbacher mit einem Sieg dann doch noch wieder mitmischen könnten im Champions-League-Geschäft. Dann hätten sie 54, Leipzig 58, da würden sie schon einiges an Boden gut machen. Wenn nicht, dann ja, müssen sie auf Frankfurter Patzer hoffen. Und die Hoffenheimer sind ja vielleicht auch noch geil drauf. Leipzig spielt in dieser Saison noch gegen Bayern. Also wenn Gladbach das gewinnt, dann ist Leipzig im Bereich des Möglichen. Ja, aber ich habe letzte Woche auch schon auf Leipzig mehr als 2,5 Tore gegen Wolfsburg gesetzt, was im Nachhinein echt schlecht war und nicht gerade durchdacht, tut mir leid. Aber an diesem Spieltag, dass beide Punkte nein, halte ich für interessant. Oder selbst die 1,72er-Quote auf über 2,5 Tore halte ich hier auch für möglich. Denn, ja, wenn da ein Tor fällt, dann muss die andere Mannschaft kommen. Also dieses werde ich auch nochmal hier festhalten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich jetzt die komplette Spielzeit über belagern werden. Weil jetzt geht es ja dann doch auf die Schlussgerade zu in dieser Saison mit den letzten 4 Spieltagen. Oder sogar 5 noch, wenn man den 30. mitzieht. Okay. Schalke Hoffenheim. Ja, letztes Jahr wäre das ein Kracher gewesen, zumindest ein Topspiel. In dieser Saison ja, Tabellenkeller gegen Tabellenspitze. Der Stevens hat es bisher auch noch nicht gerissen. Gegen Hoffenheim wird es nicht einfacher. Die sind gut in Form. Das ist ein Spiel, wo ich keine Tendenz jetzt äußern möchte, weil Schalke ist es halt weiterhin der Name plus der Trainer plus das Gefühl, dass die jetzt was zerreißen müssen könnten. Hoffenheim muss aber auch gewinnen, das heißt, die können sich nicht zurücklehnen. Da werfen wir einen Blick auf die Quoten, denn ja, gerade wenn ich die letzten Spiele wieder sehe, da kriege ich wieder einen Hass auf Schalke, weil ich sie ja stark geredet habe. Dann spielen die 1-1 gegen Nürnberg und gut gegen Frankfurt, das war unglücklich. Das ist ein respektables Ergebnis und 1-0 gegen Hannover. Aber gegen richtige Mannschaften, sage ich jetzt mal, haben die jetzt einfach keine Chance. Und Hoffenheim ist einfach derzeit eine richtige Mannschaft. Wieder mal waren sie lange nicht, aber jetzt die letzten Spiele wieder stark im Kommen. Und deswegen, wo sind die Quoten hier? Die waren bei 4 bei Unentschieden, 3,6 bei ja. Schalke und 1,85 auf Hoffenheim. Genau, und dann die 1,85 auf Hoffenheim. Kann man so mitnehmen. Muss man fast. Mach ich. Oder, ja. Nein, die Asian Handicap minus 0,5 gibt noch sogar eine 1,93er-Quote. Damit wesentlich besser als die 3-Wege-Quote, zumindest bei diesen Bet365-Quoten. Man findet vielleicht noch den einen oder anderen Anbieter, der eine bessere 3-Wege-Quote geben würde auf Hoffenheim, wenn man die Quoten vergleicht. Aber gut, nächstes Spiel. Bei mir steht Hoffenheim-Hertha, das stimmt nicht ganz. Aber die Hertha ist auch nicht involviert. Freiburg gegen Dortmund wäre das. Schon krass, wenn Dortmund daheim gegen Mainz gewinnt und jeder schreibt dann oder in den Medien liest man nur, wie scheiße Dortmund gewesen ist. Schon verrückt. Also vorher hätte man gesagt, also keine Ahnung, bei Bayern sagt man, dass es irgendwie die Cleverness ist, dann so ein Spiel auch zu gewinnen oder der Bayern-Dusel oder was auch immer. Dortmund wird kritisiert, wie scheiße sie gewesen sind. Hat mich sehr verwundert. Auch diese kritischen Stimmen aus dem Dortmunder Lager an sich. Ich hoffe, dass die Meisterschaft weiter spannend bleibt. Freiburg ist so ein Team, das viel für Bundesliga-neutrale Fans versauen kann, denn die sind eigentlich immer mal auch für einen Überraschungssieg oder Unentschieden gegen den BVB gut. Ich bleibe aber bei meinem Dortmund-Sieg und gut ist. Der ist mit einer Quote von 1,5 leider zu schlecht. Richtig. Und gerade wenn man die letzten 4 Freiburg-Spiele sieht,
sind die Freiburger zu Hause, weil sie ja fast einen quadratischen Platz haben, also das ist ja übertrieben. Die haben halt einen Platz, der kürzer ist als die meisten in der Bundesliga und deswegen spielen sie da auch mit Sondererlaubnis und damit tun sich dann viele Mannschaften schwer und auch gerade so Dortmunder, die ja viel von überfallartigen Angriffen leben, da glaube ich in Freiburg fühlen sie sich nicht unbedingt so wohl und von daher kann schon sein, dass die Freiburger hier vielleicht nicht ganz so hoch verlieren, aber da bräuchte man vielleicht das Asian Handicap. Das wird hier nicht angezeigt. Ist mir aber auch zu spekulativ. Dafür ist die Freiburger Quote fast noch zu niedrig, weil im Endeffekt muss Dortmund das irgendwie wieder machen und ich schätze, sie machen es auch irgendwie. Aber ich werde nicht drauf wetten. Deswegen eine klassische No-Bet. Vielleicht auch unter 2,5 Tore. Ja. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wenn es eine entsprechende Quote gibt. Ja. Andere Frage. Jetzt hast du es natürlich bei Hertha gegen Hannover reingeschrieben, aber ist für mich auch ein No-Bet-Spiel, oder? Da schauen wir uns zumindest kurz die Quoten noch an, aber danke, dass du meinen Fehler hier so ganz charmant aufgefangen hast, dass die Hertha eine 1,5er-Quote hat auf den Sieg. Ja gut, es kommt halt immerhin Hannover, aber das ist auch geil. Hier hat keiner ein Spiel gewonnen, zuletzt von den letzten 5 Spielen oder sogar 6 Spielen beider Mannschaften, weil er hat da auch noch ein Freundschaftsspiel gegen Kiel verloren. Also da, deswegen haben sie jetzt auch entschieden, dass Dardai nach der Saison aufhören darf, muss. Und gut, Hannover plant ja sowieso schon für die dritte oder vierte Liga. Und boah, zu wetten, sehr schlecht. Halbzeit unentschieden. Ja, wie immer, bei Hertha vor allem. Ich würde ja fast sagen, beide Punkten, nein, das wird so ein 1-0 für irgendwen, oder? Aber ja, drauf wetten würde ich jetzt auch nicht. Aber die Quote ist mit 2,1 ganz interessant. Dann spielen die beiden Teams entweder nochmal gegeneinander oder... Oder wir haben noch ein anderes Spiel in petto. Spiel muss... Wolfsburg-Frankfurt sein. Mhm. Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Also die Wolfsburger jetzt daheim, Frankfurt mit der ersten Niederlage seit langem und dann gleich 2 in Folge, wenn ich eben das Euroleague-Spiel dazu nehme. Das bedeutet, verwundbarer als jetzt hat man die Frankfurter nicht erlebt. Und jetzt ist die Frage, ob das denen wurscht ist oder ob die jetzt einfach ihren Stiefel weiterspielen und dann recht positiv rangehen und gegen Wolfsburg wieder in die Spur finden, die sie vielleicht gar nicht verlassen haben. Für mich ist der interessanteste Tipp hier ein Unentschieden. Mhm. Ja, legen auch die Quoten nahe, dass man hier sich schwerlich für einen Sieger entscheiden kann. Die Frankfurter, hast du schon gesagt, sind jetzt mal, zumindest haben sie ein Spiel gegen Augsburg unerwarteterweise verloren, aber klar, nach so einer Siegesserie auch nicht ungewöhnlich, vor allem, weil sie mal eine rote Karte gekriegt haben. Ich denke, gegen Wolfsburg werden sie sich auf jeden Fall wieder steigern. Oder ist jetzt die Frankfurter Saisonende-Krise wieder gekommen, wie man es schon mal gesehen hat, des Öfteren vielleicht. Und gut, auf der anderen Seite haben wir halt Wolfsburg. Die haben zu Hause die letzten 4 Spiele nicht verloren und auch immer schön getroffen. Also grundsätzlich habe ich Wolfsburg letzte Woche auch schon über 2,5 Tore zugetraut, aber das war gegen die starken Leipziger. Jetzt kommen auch wieder starke Frankfurter, aber ich denke, dass hier über 2,5 bei einer entsprechenden Quote interessant wäre, wenn die hier angezeigt werden würde. Ansonsten würde ich mich hier eines Tipps auch enthalten. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich nehme das Spiel gleich in meinen 3 Top-Picks auf. Okay. Ich habe hier immerhin schon einen. Habe ich da jetzt meinen schönen Zettel zerknüllt? Ganz im Stile vom Sportwetter-Winnie mit Zetteln heute. Ja. Und dann kannst du mir deine gleich schon mal diktieren, wenn du schon streberhaft vorbereitet bist. Ja. Also, wer Wolfsburg gegen Frankfurt ein X für die 3,6? Mhm. Werder Bremen plus 2,25
gegen Bayern München. Das gab auch eine Zweierquote. Ich glaube 2,04. Und die gleichen 2,04 bekomme ich bei... Nee, Entschuldigung. Ich nehme Mainz-Sieg als drittes. Und das war eine 2-1, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mainz-Sieg? Ja, ich habe jetzt hier geschwankt zwischen Mainz-Sieg oder Leipzig minus 0,25 und ich nehme die Mainzer. Ich muss ja hier nochmal kurz spicken, was mir hier gefällt. Der Bremer Asian Handicap, das war natürlich gut. Und auch das Halbzeit-X bei Augsburg-Stuttgart gefällt mir. Das war nur dein Tipp. Von daher boykottiere ich das jetzt gerade. Und ich bin halt ein Over 2,5 Hasser. Also ich bin der Meinung, dass man langfristig mit diesen Tipps kein Geld gewinnen kann. Aber das sagt jetzt auch der Richtige, der hier 5 Einheiten im Minus ist in der Bundesliga. Aber wie es erst wäre, wenn ich nur auf Over 2,5 getippt hätte. Das geht dann auf keine grüne Kuhhaut mehr. Ja, ich nehme hier ganz lapidar den Hoffenheim. Minus 0,25 bei den Schalkern. Gibt minus 0,5. Das gibt eine 1,9er Quote. Weil gerade dann die Schalker wahrscheinlich wieder punkten. Und als letztes muss ich auch hier einfach trotzdem dieses Halbzeit-X gefällt mir einfach gut zwischen Augsburg und Stuttgart. Das hört sich irgendwie nach einem Halbzeit-X an. FCA gegen VfB. Wir laufen auf 6 positive Eier. Ganz gute Quoten eigentlich bei allen 6 Tipps dabei. Von daher... Am Montag wissen wir, ob es faul ist oder nicht. Und bitte lasst uns doch einen kleinen Like da und ein Abo. Bis zum nächsten Ostern. Mal. Frohe Ostern. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions.